Nado, oder wie war das nochmal? Wo ist denn Ursula? Ich wünschte, sie wäre in ihrem Haus. Nein, stattdessen kreucht und fleucht sie irgendwo umher. Wo ist die denn? Ursula? Kann mir doch keiner erzählen, dass die jetzt verschwunden ist. Das machen die immer, ne? Immer wenn ich die suche. Oh, es regnet. Immer wenn ich die suche, sind die nicht da, wo sie sein sollen. Was soll das denn? Ich habe doch nur Geschenke für dich. Hallo. Oh, hallo Saika. Ich habe etwas für dich. Rote Glockenblume, rote Glockenblume. Das. Ich danke dir, es ist wunderbar. Yay! Oh, ich freue mich schon hier hinten auf die Sachen, ne? Oh, darauf freue ich mich schon mega. Auch hier, da und ach generell, die Sachen von ihr sind halt tatsächlich das, was mir am meisten gefällt. So, dann gehen wir jetzt mal Ursula suchen. Wo könnte sie denn sein? Ursula, wo bist du? Da ist sie! Wohin führst du mich? Hallo? Aha, da bist du ja. Oh, du bist es. Hervorragend. Genau die Person, die ich sehen wollte. Oh Gott, Ursula, ich habe dich auch gesucht. Ich habe was für dich. Und zwar einmal eine Pizza Margherita. Yeah! Danke, Fischlein. Du bist so ein Schatz. Aha! Oh, sie hat aber auch geile Sachen, ne? Vor allem das Kleid am Ende. Oh, Bombe. Da bist du ja. Ich habe etwas für dich. Lilane Glockenblume. Ja, jetzt haben wir direkt eine Quest mit ihr. Ja. Hallo. Saika, perfekt. Es scheint, als ob das Dorf seine Macht verbirgt. Hier gibt es Magie und die wir nicht sehen können. Und ich will sie. Ich meine natürlich, ich will sie für das Dorf. Sprich mit dieser Frau, Mutter, wie heißt sie noch, über den Fluch. Sie war da, als er entfesselt wurde und ich will wissen, was sie weiß. Ich würde es ja selbst tun, aber aus irgendeinem lächerlichen Grund vertraut sie mir nicht. Klingt interessant, ich kann helfen. So eifrig, ich liebe es. Sind wir uns ein? Yay. Bringe zwei Geschenke, ernte Zitronen, ändere dein Outfit. Das hätte dein fast auch mal machen kann. Moment. Na, wir haben mittlerweile so schöne Sachen. Hier so ein schwarzes T-Shirt-Kleid. Aber das finde ich doof.
Okay, jetzt hat sich mein Oberteil irgendwie verändert, aber das sieht auch ganz cool aus. Mache ein Foto. Mache ein Foto, haben wir auch geschafft. So. Magische Frage Mutter Gothel nach dem Fluch. Ja, das ist doch einfach. Karte. Wo ist die gute alte Mutter Gothel denn? Da hinten bei Dagobert. Wir müssen gleich nach Laub suchen für die Laubsuppe. Ich merke gerade, dass ich Hunger kriege. Das ist gar nicht gut. Das sah gerade sehr verstörend aus da oben. Also, hilfst du mir jetzt oder nicht? Ich habe dich nicht erkannt. Du siehst ja furchtbar aus. Ich mache nur Spaß, meine Liebe. Und jetzt sag mir, was du brauchst. Ich brauche Informationen über den Fluch. Nun, ich könnte dir vielleicht helfen. Gegen einen Gefallen. Ohne Rapunzels Magie bin ich nicht mehr so rüstig, wie ich sein sollte. Du würdest deine arme Frau in Not doch nicht im Stich lassen, oder? Ich hoffe, die Informationen sind es wert. Ich verspreche dir, das ist es. Bring mir etwas zu essen und ich gebe dir ein paar Informationen. Einfach, oder? Aber nicht irgendein Essen. Neulich habe ich im Dorf jemanden in dem Restaurant gesehen, der ein köstlich aussehendes Gericht aß. Fisch eingerollt in Reis. Eigentlich eine ziemlich clevere Idee. Das ist eine Sushi-Rolle. Oh, ich mag das. Ich frage mich, ist das Hummerbrötchen, das mir die kleine Ratte gemacht hat, auch Sushi? Eigentlich hätte ich auch gerne noch so eines. Also, wenn ich mich richtig erinnere, bestand das Hummerbrötchen aus Hummer, Weizen, Zitrone, Butter und Knoblauch. Sei so lieb und bring mir Sushi und dein Hummerbrötchen. Oh, und sieh zu, dass sie frisch sind. Ich verabscheue alten Fisch. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Schuh, Schuh. Wir brauchen noch ein Zitrin. Okay. Machen wir daraus die aktive. Erledigen hier. So. Wir heben jetzt noch mal kurz den Garten aus. Okay, wir haben Hunger. Okay.
Immer diese Sachen, die ja wieder rauskommen aus der Erde. Ist ja schön. Warum läuft die mir jetzt beide hinterher? Hallo, geht weg. Ihr seid mir welche. So. Jetzt gucken wir erstmal. Wo wir Lauch herbekommen. Hier unten, glaube ich, oder? Nee, ich habe den ja hinten gemacht. Okay. Hey, was machst du? Wohin wird er mich führen? Sehr schräg. Hey, du! Ja, das ist Okra. Das ist Spinat. Reis könnten wir ein bisschen kaufen für Sushi. Ja. Okay, das hätten wir dann auch erledigt. Hatte ich jetzt den Boden weiter? Ach, guck mal, da ist ein Nachtbohrnchen. Das können wir direkt wegmachen hier. Ach, sieh mir alle an. So, wir bauen mal ganz kurz ab. Wenn wir schon hier sind, können wir auch direkt das Eisenerz halt mitnehmen, das es hier zu holen gibt. Leicht zu begeistern. Ja. Ja. Boah, die fette Ente wegen der Aufgabe, die du angepinnt hast. Und hallo. Hi Tinka, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dein Tag war bisher schön und angenehm. Willst du mir was geben, Anna? Ja, natürlich willst du mir was geben. So, krieg ich hier oben. Wir gucken. Das ist Zucchini, das ist Soja, Chili, oh Mann ey, ich brauch doch Lauch, Kinnasch. Ich will doch nur Lauch. Ups. So, ich habe jetzt hier geguckt, da ist auch nicht. Da habe ich den. Ach, Scheiße, glaube ich, den Brunnen noch gar nicht gebaut, ne? Mist, Mistkacke. Mal gucken mal.
War der Laub vielleicht hier? Nee. Hier habe ich auch noch nichts. Ah, hier habe ich noch nichts gebaut gehabt, ne? So eine Kacke. Entferne Nachtdornen. So. Hallo? Wie viel es kostet? 10.000 hey. Machen wir. Yay! Ja, soweit ganz gut, okay und wird ja alles gut. Bin gespannt, wann das Update kommt. Ich muss kurz in den Hundi, muss raus. Alles klar, dann gehen wir schon mit deinem Hundi. Oh, es ist ein Update angekündigt worden. Echt? Ich krieg wieder nichts mit, ne? Ich bin so mit dem Umzug beschäftigt, dass ich alles verpasse. Erinnert halt einfach so hart an Dornröschen. Ach guck mal, hier ist wieder so ein. Da braucht man bestimmt einen Schlüssel irgendwann. Ein Kristall. Ich habe auch nichts mitbekommen, dass es da ein Update geben soll. Naja, wurde bei einem großen Streamer mal gesagt, also I don't know, bekomme da auch nie was mit. Okay. Ja gut. Ich denke mal, so oder so müssen die ja irgendwann mal ein Update schalten. Weil, soweit ich weiß, haben es gibt Leute, die haben das Spiel schon durch. Oh, ernsthaft. Ich krieg euch diesmal alle. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Aha! Ja, keine Ahnung. Also, ich fände es cool, wenn es ein Update geben würde, ne? So ist er nicht. Also, ich wäre jetzt die Letzte, die sich da beschweren würde. Es gibt halt so Hardcore-Suchtis, die halt, die sind schon durch mit dem Spiel. Alge. Die haben halt schon alles gemacht, was man hier so machen kann. Wie viel will Dagobert denn hier für den? Sei gegrüßt. Ich wette, ich krieg da Lauch. Wetten? Wetten? 5.000. Ich habe kein Geld. Ja, Kind, hör auf, mich zu beschimpfen, ey. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich pleite bin. Ich habe noch kein Rezept gefunden, womit man schnell Geld macht. Tut mir leid. Hat einer von euch das Rezept mit Cremesuppe schon? Gigi, danke. Cremesuppe? Hat das einer von euch schon? Weil ich müsste das so langsam mal machen und ich weiß das Rezept nicht. Ich kann jetzt immerhin alle Pilze wegmachen. Oh. Ups. Sorry, Wally. Ich wollte eigentlich was ernten. Danke, Anna. Ich schau gleich nach eben der Runde. Danke, das ist ja voll lieb. Ich hoffe, dass das Schloss auch noch erweitert wird. Was ich doof finde, dass es nächstes Jahr kostenlos werden soll. Da wird Ingame-Währung etwas verändert wird. Okay.
Ich gehe mal stark davon aus, dass manche Inhalte dann echt Geld kosten werden. Also, wird mich nicht wundern. Weil Disney hatte ja damals auch ein Handyspiel rausgebracht, wo du so einen Freizeitpark machen kannst und so. Du kannst ja auch da alles erfarmen in einer gewissen Zeit, aber da ist das halt auch drauf ausgelegt, dass du echt Geld zahlst. Und ich denke mal,